Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil in dieser Serie. Ja, es gab eine Planänderung, das, was ich mir ursprünglich vorgenommen habe, muss ich ein bisschen nach hinten schieben. Das ist vielleicht doch etwas zu komplex, um das in der Öffentlichkeit ausbreiten zu können. Würde vielleicht auch zu lange dauern. Und ich habe mich jetzt zu einer kleinen Programmänderung entschlossen, insbesondere auch in Bezug auf die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Und was mich sehr gefreut hat, das war eine Zuschrift von einem Studenten, das möchte ich kurz vorlesen. Sehr geehrter Herr Professor Krötz, ich bin Grundschullehramtsstudent aus Punkt, Punkt, Punkt und habe Ihre Videos auf YouTube gesehen. Es ist schön, dass es noch Menschen wie Sie gibt, welche die Wahrheit über das Versagen der Didaktik ansprechen. Auf Ihre nächsten Videos bin ich sehr gespannt. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ich habe den Namen der Universität also ganz bewusst nicht genannt, weil ich nicht möchte, dass dieser Student oder Studentin lokalisiert werden kann und vielleicht auch negative Konsequenzen zu fürchten hat. Das ist nicht von ungefähr. Ich weiß, wie es an Hochschulen zugeht. Und es wäre nicht das erste Mal, dass es passiert, dass Kollegen oder so unliebsame Studenten unfair behandeln. Sagen wir mal so. Ja, das Versagen, was dieser junge Student anspricht. Ja, man kann es vielleicht auf einen Punkt bringen. Ich erinnere mich an meine Mutter. Meine Mutter ging zur Schule in einem sehr kleinen Dorf und da gab es dann nur eine Schule und alle 8 Klassen wurden gemeinsam unterrichtet, das heißt der Erstklässler bis zum Achtklässler. Und nach diesen 8 Jahren 8 Jahren Schule oder so konnte meine Mutter rechnen, vernünftig schreiben und lesen. Und ja, das hat ein Lehrer geschafft, ja. Und man muss sich mal die Effizienz angucken. Und wenn ich heute unsere Studienanfänger angucke, ich habe hier einen Kollegen aus der Betriebswirtschaft in Paderborn, das ist mir zugetragen worden und das, was er sagt, unterstreiche ich. 70% unserer Studienanfänger sind überhaupt nicht mehr studierfähig. Und gut, das ging auch durch die Presse und in vielerlei Variationen durch die Presse und wurde auch also zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch mal des Öfteren mal thematisiert, also nichts Neues. Und es ist allein einfach eine traurige Tatsache, dass die Hälfte unserer Studenten können nicht bruchrechnen, also Studienbeginner, ja, Studienanfänger. Ein Halb plus ein Drittel ist da ein Sechstel. Sie können weder groß noch klein schreiben und man hat auch nicht unbedingt den Eindruck, dass sie verstehen, was sie lesen. Ja. Und insbesondere also, war das vor 60 Jahren, anscheinend 70 Jahren, das Erziehungsmodell doch effizienter und besser. Naja, gut, für mich selbst persönlich, also ich war sehr naiv oder so, als ich ein Abitur gemacht habe, meine beiden Leistungskurse. Ja, das können Sie sich wahrscheinlich denken, Mathematik, Physik und das beide Fächer sehr gemocht. Und es war mir klar, dass so in Physik, dass das mathematische Rüstzeug nicht ausreicht, ja, um die Dinge zu beschreiben, von denen wir da mal gehört haben, ja, und die wir ganz gerne besser verstehen würden, so wie allgemeine Relativitätstheorie, ja, oder Quantenphysik. Und das da die Mathematik nicht ausreichte. Und meine Hoffnung damals, vor 30 Jahren, war, dass meine Kinder ja, das alles in der Schule lernen werden. Ja, dass wir so weit nach vor, dass wir so fortschrittlich sind und dass wir die Mathematik und das alles so gut unterrichten werden können, ja, dass das 18- und 19-Jährige dann verstehen werden. Und wir sind also völlig in die andere Richtung gegangen. Ja. Also in die intellektuelle Steinzeit. Ja, gut, jetzt also wieder zurück zu diesem Versagen.
Wir haben versucht, Leute vor die Kamera zu bekommen, mit vielen Leuten geredet und da gab es dann immer positive Rückmeldungen zuerst und dann, wenn man dann gesagt hat, können wir vielleicht ein Vorgespräch führen und so weiter, dann haben sich die Leute doch wieder gedrückt und ich möchte jetzt hier niemanden verurteilen, ganz bewusst nicht und ich kann das nachvollziehen, dass man da einen Rückzieher macht. Und eine Person, also die ich sehr schätze und die sehr erfolgreich also Nachhilfe gibt in Paderborn, von der stammt ein Zitat: Die sollten hier gar nicht so viele mathematikdidaktische Theorien lernen, eigentlich gar keine. Die sollten lieber mal 2 Jahre lang Nachhilfe geben, damit sie merken, wo die wirklichen Probleme liegen. Und mehr Recht kann man gar nicht haben. Also das wäre sicherlich hilfreicher, ja, und als sich mit mathematikdidaktischen Theorien zu befassen. Jetzt hier ein bisschen allgemein vielleicht von Leuten, die von außen zuhören. Es ist nicht so, dass man da an der Universität noch Stoffdidaktik lehrt, ja, also in irgendeinem Fach. Also es ist nicht so, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich den Satz von Pythagoras oder so einem Achtklässler so möglichst interessant beibringen oder den Satz von Thales oder die Kongruenzsätze für Dreiecke. Nein, über diese Dinge macht man sich kaum noch Gedanken. Ja, man hat hier eine eigenständige Theorie und das ist Mathematikdidaktik und die versteht sich sozusagen als ein eigener Zweig der Wissenschaft. Das gibt es noch nicht sehr lange. Ich denke, dass es auch nicht sehr lange geben wird. Ja, aber momentan oder so bevölkern sie die Universitäten. Sie werden mehr und mehr den intellektuellen Gehalt oder so, also diese Sparte kann ich nicht so ganz erkennen und den Nutzen schon gleich gar nicht. Und ja, wir teilen mal den Bildschirm. Ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet, damit Sie unbedingt ungefähr einen Einblick bekommen, um was es hier geht. So, Bildschirm freigeben. So, wo sind wir denn? Open Board. Ja, ich habe das hier wirklich mal mathematikdidaktische Verblödungsmodelle genannt. Ja. Und die gibt es natürlich in allen Variationen. Also die Apotheose der irgendeiner Art von Didaktik ist natürlich der Bildungsforscher. Und über das möchte ich schon gleich gar nichts mehr sagen. Also der Franz Lemmermeier hat mir da mal einen Link geschickt zu etwas und das war so furchtbar. Man kann es gar nicht mehr in Worte fassen. Also was wir allgemein haben, wir haben so universelle Dreiecksmodelle, ja, ich, Umwelt, irgendwas, ja, da können Sie dann reinschreiben, was Sie wollen und dann können Sie das in Bezug setzen. Und in der Mathematikdidaktik oder so, da gibt es mathematikdidaktische Dreiecke, Quadrate, Hexagons. Ich möchte jetzt auf eins zu sprechen kommen, was sehr populär ist, also an meiner Universität, weil der Urheber von dem also hier sitzt. Das ist das mathematikdidaktische Tetraeder. Also das Tetraeder, 4 Seiten, 4 Ecken. Jede Ecke, ja, ist mit der anderen verbunden, ja, und also ein sogenannter reflexiver, der einzige reflexive platonische Körper. Und was steht an diesen Ecken? Mathematikbuch, Lehrer und Schüler. Ja, gucken Sie sich das an. Und dann können Sie sagen, ja, also eine Seite hat 3 Ecken, ja, Mathematik, Buch und Schüler und das Ganze oder was. Und dann können Sie so viele komplizierte Worte sagen. Also sehr beliebt sind solche Phrasen wie soziokultureller Kontext und so weiter. Ja, und dann können Sie dann Aufsätze schreiben. Und wenn Sie sich das mal genau angucken, dann sehen Sie auch gleich die Universalität oder so also von diesem Modell. Ja. Also der Mann ist ein Genie. Ja. Also ich könnte jetzt hier Mathematik ersetzen, ja, durch Chemie, Physik, Latein, irgendetwas und bekomme dann das physikdidaktische Tetraeder oder das chemiedidaktische Tetraeder und so weiter. Also solche Modelle werden dann besprochen, ja. Und mathematikdidaktische Forschung oder auch das, was Studenten dann machen müssen, sind Vergleichen von mathematikdidaktischen Theorien, ja, die dann bewerten mit Fazit, ja, immer schön korrekt zitieren, das ist das Wichtigste. Ja. Es muss wissenschaftlich sein. Gut, über den intellektuellen Wert muss man, glaube ich, hier nicht so viel sagen. Ja, aber das wird noch viel besser, ja, halten Sie sich fest. Ja.
Also Forschungsgegenstand ist dann, also man erweitert das, ja, also zu den mathematikdidaktischen Oktaeder. Ja. Das Oktaeder, das hat dann also 6 Ecken und 8 Seiten und ja, dann möchten Sie das Tetraeder jetzt erweitern und dann ist natürlich die Frage, ja, also die 4 Dinge, die Sie haben, also Mathematikbuch, Schüler und Lehrer, ja, also sollen das jetzt hier Ecken oder Seiten sein? Ja, ist nicht so klar. Ich hätte vielleicht eher den Würfel gewählt, ja, der ist dual zum Oktaeder. Ja. Der hat dann genau, also 8 Ecken, ja, und 6 Seiten. Ja, aber wie auch immer. Und dann wird hier geforscht, also was man jetzt hier hinzunehmen könnte. Ja, also zu den Ecken oder Seiten. Radiergummi, Zirkel, Lineal, Bleistift, Papier, vielleicht Tafel. Ja, das Ganze können Sie dann wieder in alle möglichen Kontexte setzen. Ja, Sie können da viel Papier schreiben. Ja, und dann können Sie das hinterher bewerten und vergleichen. Und was ist der Wert von dem Ganzen? Naja, was ich tue, ist mit Studenten, da habe ich jetzt begonnen, also vor 2 Jahren, dass ich also regelmäßig also mit meinen Studenten wandern gehe. Da sind auch alle mit dabei und ich freue mich dann immer ganz besonders, also auch wenn die Lehramtsstudenten kommen, ja, die angehenden Lehrer. Und dann unterhalte ich mich auch mit denen sehr gern und möchte denen auch ein bisschen was mitgeben, ja, auch als Mensch. Ja. Also das berühmte Tegtmeiersche, ja, bleiben Sie Mensch. Ja. Aber auch als Mathematiklehrer, ja, das ist ganz wichtig. Ja. So schön wie das ist, ja, aber Mensch bleiben ist ganz wichtig. Aber dann habe ich sie gefragt, also auch, also gerade mit diesen mathematikdidaktischen Theorien, und dann haben sie dann alle gesagt, naja, also so ganz haben sie nicht verstanden, was der Nutzen für sie von dem ist. Ja. Und vielleicht kann man es gar nicht verstehen, ja, weil es keinen gibt. In diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss und auf Wiedersehen. So.